Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde BTD Battles. Wir spielen heute eine Strategie, die ich mir kürzlichst überlegt habe. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Werden wir gleich rausfinden. So, wie ihr seht, beruht meine Strategie auf diesem Gerät hier. Und das hatten wir erst neulich. Und ich habe neulich eine Random Tower Challenge halt gespielt und da habe ich häufig dieses Gerät hier gehabt und konnte nicht. Ich hatte das Gerät einmal und hatte dann das Problem, dass die kommen durch. Die sind durchgekommen. So, ich hatte das Problem, dass es ja unsichtbare Bloons nicht angreifen kann. Und ja, ich habe mir überlegt, dass eigentlich könnte man es doch so spielen, dass man die unsichtbaren Bloons eben doch angreifen kann. Und zwar mit Hilfe von diesem Turm hier. Aber auch nur, wenn mein Gegner jetzt kein Aslak ist. Was mein Gegner jedoch ist, weil er bis zum Geht nicht mehr Bloons spammt und jetzt auch noch das hier oben gedrückt hat, wodurch Bloons bei mir schneller durchkommt. Und ich habe jetzt echt keinen Bock auf den, ich spam den jetzt auch zu. Ich hasse das eigentlich total, wenn man einfach bloß Bloons spammt die ganze Zeit, aber nein. Ich finde, das verdirbt so ein bisschen den Spaß an dem Spiel, wenn dann die Runden so schnell vorbei sind und man gar nicht dazu kommt, seine Strategien wirklich auszuprobieren, und es nervt auch. Und es nervt ihn jetzt auch und er hat jetzt aufgehört, also höre ich auch auf. So, jetzt muss ich bloß kurz schauen. Ja genau, das hier ist das Upgrade, welches ich brauche. Aber ich glaube, ich brauche auf Stufe 10, muss ich hier das Flammenrad upgrade haben, oder hier? Ich glaube, ich nehme es hier. Wobei, nee, ich nehme es lieber doch hier. Muss ich das Flammenrad hier haben, also das hier. Und auf Stufe 12 muss ich dann hier dieses Upgrade haben. So. Sonst komme ich in die Bredouille. So, perfekt. Jetzt kann ich mir als nächstes das hier kaufen. Dann greifen die beiden etwas schneller an. So, und da seht ihr, jetzt hat er den Camo-Ballon einfach zerstört. Und genau das war's, was ich wollte. Jetzt kann ich hier noch meine Bananenfarm einmal upgraden. Und ja, da mein Gegner inzwischen aufgehört hat, mich zu ärgern, werde ich ihn jetzt auch nicht ärgern mit dem Tower, den ich durch Zufall bekommen habe. So. Ah, okay, ich habe deutlich mehr Reichweite, wenn ich es hier hin platziere. Verstehe. So. Dann werde ich die Reichweite aber trotzdem noch zweimal erhöhen, wenn ich das Upgrade hier brauche. Was heißt brauche? Ich will das Upgrade. So. Und wenn ich hier eh schon ein Feuer habe, dann kann ich hier auch die Reichweite etwas erhöhen, dann werden die Balance, die von hier ganz unten kommen, auch getroffen. Irgendwie sieht diese Feuerwelle richtig schön aus. Ich mag allgemein diesen Turm eigentlich sehr gerne. Ich hab den lange Zeit benutzt, aber halt immer noch einen Turm dabei gehabt, der dann die Camo-Ballons angreifen kann. So habe ich den Turm tatsächlich noch nie gespielt und das funktioniert überraschend gut, um ehrlich zu sein.
So, dann werde ich nochmal die Angriffsgeschwindigkeit von den drei Türmen hier ein bisschen erhöhen. Also hier. Dann werden die Türme 15% schneller angreifen. Die gehen voller. Oh mein. Ja, das ist lustig. Ich merke das jetzt schon. So, und diese Ballons, die jetzt gerade kommen, können auch nicht viel ausrichten. Okay, ich kann tatsächlich die Bananenfarm so, die, nicht die Bananenfarm, Ding. Wie heißt das? Monkey Village. Ich kann den Monkey Village tatsächlich so setzen, dass die Reichweite von ihm erhöht wird. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich das tun soll. Ich weiß nicht, ob sich die Effekte stacken von der Monkey Village. Ich kann es jetzt mal ausprobieren. So. Jetzt habe ich mich auch gefasst, wie viel das vorher gekostet hat. Ach Gott. Ich werde einfach nochmal einen von denen hier platzieren. Der ist ja in der Reichweite von dem jetzt. Und. Nein. Okay, nein. Die Effekte stacken sich nicht. Dann werde ich. Ja, doch, dann werde ich dieses Monkey Village hier verkaufen, damit ich den hier gleich upgraden kann. So. Und ja, jetzt habe ich zweimal die Fähigkeit von denen. Und da laufe ich schon mal ganz gut mit. Jetzt könnte ich nochmal einen Gegner machen. Was ich eigentlich nicht tun sollte. Aber ich wollte ihn hier trotzdem. So, mehr Geld. Und dann. Ja, die zwei Upgrades hier sind. Ich weiß nicht, ob ich diesen Turm hier jemals gezeigt habe, aber mit diesem Upgrade hier werden die Ballons, die meinem Gegner gesendet werden, teilweise etwas stärker. Da seht ihr. Ja. Mit diesem Upgrade hier werden meinem Gegner regelmäßig zwei Leben abgezogen oder mir regelmäßig zwei Leben hinzugefügt. Und ich glaube, momentan werden mir zwei Leben hinzugefügt, weil ich. Jetzt habe ich Geld bekommen. Habt ihr gesehen? 80 Geld hat er gegeben. Und ich glaube, ich platziere den jetzt hier hin, weil dann ist die Upgrades billiger. Obwohl er nicht vorher nicht gedacht hätte. So, und jetzt könnte ich eigentlich. Ja, nee, das geht gar nicht. So, dann könnte ich das hier machen. Und dann kann ich den hier hinsetzen. Und dann werde ich mir hier gleich dieses Upgrade kaufen. Wobei, ich sollte mir erst die Monkey Village hier in die Mitte reinsetzen. So, und jetzt habe ich gerade nicht gesehen, ob bei meinem Gegner Ballons durchgekommen sind oder ob ich das war. Warum überlege ich mir überhaupt, wenn ich. Was, wenn ich dann doch anders mache? Ich habe gerade gesagt, ich will die Monkey Village erst hier in die Mitte reinsetzen. Dass die Preise hier günstiger sind. Und dann setze ich sie doch nicht rein. So, und jetzt werde ich auf jeden Fall das hier einmal aktivieren. Das war relativ blöd, aber jetzt werde ich das andere aktivieren, weil das macht dann viel mehr Schaden.
Ja, gut, und dann habe ich gleich verloren. Ja, scheiße. Also die Strategie ist nicht einmal so gut, wie ich dachte. Ja, lach ruhig, spiel einfach. Oder auch nicht. Und dann lacht der Typ doof. So, dann werde ich noch eine weitere Runde spielen. Es gibt noch eine andere Strategie, die ich ausprobieren will. Das war mein Finger. Ich glaube, ich werde die Wartezeit gleich rausschneiden, wobei. Ich werde mir vermutlich denken, wenn ich das Video anschaue, dass allein jetzt sich nicht rauszuschneiden. Und werde es dann doch drin lassen. Ich kenne mich inzwischen schon lange genug. So, das ist so lala, dass ich die Map hier bekommen habe. Und zwar will ich den Sniper und den was mache ich? Nicht den Lehrling. Ich wollte. Nee, das geht gar nicht. Jetzt habe ich einen Random Tower bekommen. Und dieser Random Tower war ausgerechnet dieser. Ja. Okay, es läuft gerade heute alles schief, was schief laufen kann. Hallo. Nein, da oben hier. So. Jetzt hat's geklappt. So, Powerful Darts. Focus Firing. Und dann try mal kurz U. Ah, die Balance kommt nicht mehr. Super. So. Solange ich nicht auf meine Seite gehe, wird alles, MG-Typ weiterhin der Einstellung bleiben, mit der er momentan ist. Ich werde jetzt übrigens nicht mit der Monkey mit der Banana Farm spielen, weil rentiert sich nicht mit dem MG-Typen. So, hier wieder dieselben Upgrades wie vorhin. Ich glaube, ich brauche nicht anzumerken, dass ich den Gegner schon wieder nicht mag. Ich glaube, das ist jedem, der dieses Video geschaut hat, ist sowieso schon klar. Ja, ich nehme das. Der bekommt die bessere. Aber sie bekommen am Ende beide dasselbe Upgrade. Also ich werde bei beiden denselben Pfad upgraden. So, jetzt wird er auch schneller schießen. Und der wird jetzt auch gleich die besseren Schüsse bekommen. Und dann werde ich vermutlich. Ja, genau. Danach werde ich einen. Sniper setzen. So, mein Gegner geht mir gerade schon wieder minimal auf die Nerven.
So. Jetzt hat sich den Sniper, das gerade relativ ruhig war. So, und er wird natürlich auf die stärkste, auf das stärkste Ziel gehen, weil es ein Sniper ist. Und dann bekommt er das Upgrade. Und dann hoffe ich, dass ich, bevor er Runde 20 dürfte es sein, ja, bevor Runde 20 kommt, dass ich bei dem Sniper den ersten Strang komplett upgraded habe. Weil sonst werde ich mit Mobas gleich ein fettes Problem bekommen. Also, ihr wisst schon, die Zeppeline. Oder Moabs. Keine Ahnung. Ich kann gleich nachschauen. So. Jetzt. Sie heißen Moabs. Okay. Und ich werde gleich ein Problem bekommen, habe ich das Gefühl. Wenn mein Gegner schon wieder asozial ist. Jetzt kann man es doch. Jetzt kam wieder was durch. Er schreibt Entschuldigung. Pff, der kann nicht mal. Ja, Entschuldigung, ganz lustig. Und dann schickt er so viele Ballons und schreibt Entschuldigung. Der hat Banana Farms. Er kann mir nicht erzählen, dass er die Ballons schickt. Und ja, jetzt. Ja, das Spiel habe ich verloren. Vermutlich. Wobei. Ja, doch. Ja, gut. Also ich schätze meinen Gegner momentan so ein, dass ich gleich eine Moab von ihm gesendet bekomme und ich habe jetzt leider nicht die Zeit, mich auf eine Moab vorzubereiten, weil ja, ihr seht es ja selbst. Ich muss erstmal ein anderes Upgrade bekommen. Nein, klar, man kann nicht mal sagen, wie der Gegner drauf ist. Ich meine, er hat mir bis jetzt noch keine geschickt. Ab Runde 20 kann man die schicken. Die roten. Aber vielleicht will er mir auch einen grünen schicken. Wobei, jetzt hat er auch aufgehört, Ballons zu schicken. Vielleicht will er wirklich, dass wir spielen wollen. Jetzt schickt er rote. Mehr allzu lang, dann habe ich die 7000 und kann mir endlich das Raketen-Upgrade holen, das ich schon die ganze Zeit will. Weil, also meiner Meinung nach ist das das beste Upgrade für den MG-Dude. So. Ja, jetzt verliere ich gleich vermutlich, aber ich habe halt nicht genügend Geld, um irgendwas zu machen. Beziehungsweise nicht genügend Geld, um irgendwas wirklich effektiv zu machen. Ich meine, ich kann auch mal einen Sniper aufstellen.
Und ja, jetzt habe ich verloren. Das hat überhaupt nichts gebracht, den Sniper aufzustellen. So. Ja. Nee. So, ich werde schauen, dass ich diese Folge mindestens einspiegel. Ich will noch einspiegeln. Und dieses Mal werde ich die Strategie verwenden, die ich eigentlich verwenden wollte, weil. Ich meine, gerade wurden mir zufällige Tower zugewiesen. Das fand ich jetzt nicht so geil. Weil ich halt nicht auf die Zeit geachtet habe. Also die Zeit ist halt ausgelaufen und dann habe ich die zufälligen Tower bekommen. Und den MG Tower als einzigen wollte ich nur zwei darunter. Und ich bekomme gerade keine Matches. Ja gut. Scheint nicht so, als wären gerade so viele Leute darauf aus, ein Spiel zu spielen. Jetzt endlich. Okay. Hey, der hat mehr Geld als ich. Aber nicht viel. Ich mag die Map überhaupt nicht, tut mir leid, ich skip die. Also ich kann die wirklich nicht leiden. So, das ist die perfekte Map für meine Strategie. So. Jetzt habe ich auch den richtigen Turm endlich gefunden. Und dann habe ich noch einen Magier bekommen. Der kann nützlich werden. Also. Das hier ist ein Turm, den ich früher fast immer gespielt habe. Weil der halt einfach diese Nägel legt. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass die viel zu overpowered sind, die Nägel. Aber inzwischen sehe ich das anders. Und ich wollte schauen, ob ich Mitch. Also. Ob. Das jetzt daran liegt, dass ich meine Ansichten auf das Spiel verändert habe, oder ob der Turm wirklich einfach in meiner momentanen Liga nicht gut ist. Beziehungsweise allgemein nicht so gut ist, wie ich gedacht habe. Und ich sehe schon mal, bis jetzt kommt der einigermaßen gut durch. Und ja, jetzt werde ich ihn upgraden. Und jetzt hat sich der. Ja, gut. Nee. Also, nee. Nee. Nee, der Turm ist gar nichts. Aber kann auch sein, dass mir mein Gegner gerade wieder so viele Bannungs schickt. Und dass mir das deshalb so vorkommt, als ob der Turm einfach scheiße. So, ja, gut. So, jetzt sollte er hoffentlich damit klar. Ja, mein Gegner schickt mir gerade wie blöd Ballons. Also mal ganz ehrlich, ey, das nervt doch. Junge, es nervt. Ja, schau, es nervt dich auch, wenn die durchkommen. So. Kann ich jetzt aufhören? Danke. Ich weiß gar nicht, warum Leute das machen. Warum schicken Leute so viele Ballons am Anfang? Ich meine, klar, gut, wenn sie keine Bananafarm haben, dass sie irgendwie anders an ihr Income erhöhen können. Aber der Dude hat eine Bananafarm. Ihr könnt es mir nicht erzählen, dass der mir Ballons schickt, um sein Income zu erhöhen. Okay, was ich jetzt machen werde, ich werde hier nochmal so eins von denen hier hin platzieren. Dass man mal wirklich sieht, wie gut der eigentlich ist, beziehungsweise wie schlecht er ist, weil momentan steht er halt hier als letztes. Und der Monkey Apprentice macht eigentlich alles schon weg.
Und momentan sieht es so aus, als würde da ziemlich viel durchkommen, um ehrlich zu sein. Aber man kann jetzt noch nicht die Entscheidung fällen, ob das wirklich so ein schlechter Turm ist, wie ich in Erinnerung hatte. Ich meine, er ist noch nicht mal komplett abgegradet und ich habe ihn nicht in eine richtige Strategie mit eingebunden. Weil meine Strategie ist nämlich eigentlich, dass ich Sniper verwende, um die starken Ballons rauszunehmen, und der kümmert sich dann um die kleinen, weil der kann ja diese Nägel halt schmeißen. Die Nägel zerstören, die kleinen Ballons. Und ich meine, jetzt kommt auch gerade nichts mehr durch. Also, so schlecht kann es nicht sein. Was ich mir gerade überlege, ist, welches Upgrade will ich geben. Und ich glaube, das Beste ist, wenn ich tatsächlich nochmal einen hier hin platziere und mit dem das andere Upgrade auswähle. Ja, das sieht ja cool aus. Also. Das Tolle an dem Tor, muss man gleich mal sagen, vorweg, also ist natürlich, dass er alle Arten von Bloons treffen kann. Also er kann halt unsichtbare treffen und er kann. Also er kann unsichtbare treffen und er kann halt welche treffen, die sich schützen, und er kann welche treffen, die von Kanonen nicht getroffen werden, sprich die schwarzen. Ja. So. Dann, ja, die zwei machen eigentlich gerade ziemlich gute Arbeit. So, ich werde meine Bananenfarm in der Zeit upgraden. Wenn das hier so gut klappt. Was es hier offensichtlich tut. Ich meine, die legen halt ihr Stachelfeld da aus, während die Ballons halt nicht da sind, und sobald die Ballons dann kommen, machen die Ballons die Stacheln weg und kommen dafür nicht durch. So, jetzt sind welche durchgekommen. Die wurden hier unten nicht aufgenommen. Also haben die Stacheln nicht gereicht. So, dann. Ja, jetzt ist die Frage halt noch, mit welchem der beiden Türme gehe ich auf welches Upgrade. Ich würde sagen, ich gehe tatsächlich mit diesem hier auf das Nova Upgrade. Aber ich glaube, ich werde erstmal meine Banana Farm jetzt endlich upgraden, weil das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das tun will. Mein Gegner hat übrigens nur einen einzigen Super Monkey, das heißt, wenn ich dem jetzt einen Haufen Camo Bloons schicke, dann hat er verloren. Aber dann konnte ich meine Strategie nicht wirklich ausprobieren und beziehungsweise nicht wirklich herausfinden, wie gut dieser Turm eigentlich jetzt wirklich ist. Ob vielleicht die letzten Upgrade-Stufen total overpowered sind, kann ja sein. Oder ob sie einfach totaler Müll sind, kann ja auch sein. Ja, ich werde es bald rausfinden. So. Jetzt, ich habe ja gesagt, ich will einen Sniper aufstellen, das werde ich jetzt machen. Ich sonst gleich noch ein Problem bekommen könnte. So. Ich überlege gerade, auf was der Sniper geht, ob er auf Schnellschuss geht oder auf das andere. Ich glaube. Ja, doch, ich glaube, ich werde das später entscheiden. Weil momentan sieht es nicht so aus, als würde ich so ein großes Problem haben. Ich meine, hier habe ich einen ziemlich dichten Nadelteppich. Und der Magier hält auch ziemlich viel ab, aber. Ne. Jetzt aktiviere ich den Boost. Ja, da ist es mir jetzt gerade so gefährlich geworden, da habe ich lieber den Boost aktiviert. Weil, wie gesagt, ich will ja, dass der später relativ lang wird. So, und dann habe ich mir die Bank gekauft. Jetzt werde ich vermutlich als nächstes diesen Turm hier upgraden. Und es wird schon wieder so ein Scheiß, ich verliere gerade.
Ja, ich verliere gerade. Ich habe verloren. Ja, gut. Das hat nicht viel gebracht. Also, ich werde jetzt noch ein Spiel mit meiner alten Strategie spielen, dass wir wenigstens einen Sieg in dieser Folge verschreiben können. Ja. Zumindest wenn ich eine Anst wenn, wenn eine anständige Map kommt, wo meine Strategie gespielt werden kann. So, und es kommt. Randomizer bitte stoppen. Jawohl, das ist lächerlich. Sagen wir einfach, das ist lächerlich. Ja, disconnected halt alle gleich. Ja, das kommt ja gleich gar keiner. Komm, ich will jetzt noch einmal gewinnen. Ich weiß, Stufe 20 ist nicht so einfach. Aber ich will jetzt noch ein Spiel gewinnen. Also halt, wenn man 20 Geld einsetzt, ist nicht so einfach. Die Map ist auch, ja, nicht wirklich perfekt für meine Strategie, aber auch nicht schlecht. Ja, da mache ich nochmal die Türme. Das sieht relativ gut aus hier und der Zufallsturm ist auch nicht schlecht. Jetzt überlege ich gerade, wo setze ich den? Ich setze den hier. Oh, er ist freundlich und grüßt. Dann grüße ich zurück. Ich verstehe nicht, warum Leute als allererstes die Bananafarm aufstellen. Ich meine, klar, man nutzt seine Ressourcen perfekt, weil man hat ja hier diese drei Stacheln. Kann man dann auf die Straße werfen, also halt auf den Weg werfen und die werden dann aufgebraucht und dann hat man die Bananenfarm und kann auch was anderes bauen. Bevor es wirklich hart wird. So, und jetzt muss ich hier noch einen hinsetzen. So, dann. Werde ich mal Sentry Guns aktivieren. Guns. Ganz oder ganz? Ganz. Egal. Geschütztürme. So, ich warte jetzt, bis ich 3000 Geld oder so habe, bevor ich den Upgrade. Wobei ich kann das Upgrade ja schon mal machen. Jetzt warte ich halt noch auf 3500 Geld, dass ich das andere Upgrade machen kann. Oder ihm das andere Upgrade geben kann. Oder wie auch immer. Wenn man das sagen will. Aber vielleicht sollte ich davor noch einen weiterhin hier aufstellen. Nein, das kann ich auch später noch machen. Ich muss ja bloß aufpassen, dass ich den zweiten dann so hinstelle, dass der die Trap nicht hier rüber schmeißt. Weil dann da drüben bringt die Trap halt nicht viel. So. Was passiert gerade? Hat er jetzt die Trap hier aus dem Bild rausgeschmissen? Oder baut er die Trap erst gar nicht auf? Ich weiß ja echt nicht, was gerade los ist.
Kommen bei mir keine Boons mehr? Ah, okay, gut, der hat die Trap aus dem Bild rausgeschmissen. Na, dann geht's ja noch. So, dann werde ich den hier auch mal upgraden. So. Und dann überlege ich gerade, wie ich jetzt weitermache. Ich glaube, als nächstes werde ich meine Banana Farm vielleicht sogar upgraden. Oder mir nochmal einen von denen hier hinstellen. Vielleicht sogar einen, der seine Trap auch auf die andere Seite schmeißen kann. So, in die Mitte rein. Oder so. So. Ja, ich setze ihn so hin. Aber ich glaube, ich werde bei ihm die Crap noch nicht kaufen. Sondern erst das hier upgraden. Und jetzt kaufe ich bei ihm. Jetzt upgrade ich den Engineer, dass er die Trap freischalten kann. Bis er die Trap benutzen kann. Die Trap. Heißt das die Trap? Die Falle? Wie wird es denn hier genannt? Trap. Dann werde ich es weiterhin Trap nennen. So. Gleich kann ich sie kaufen. So, damit hätte ich da unten zwei Traps, was das Ganze deutlich erleichtern sollte. Und dann kann ich mir hier oben gleich die Bank kaufen. Oder die Bank. Jetzt habe ich die Bank. Und durch die Bank wird jetzt mein Income in regelmäßigen, also mein Einkommen in regelmäßigen Abständen erhöht. Ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Das muss ich glaube ich nicht nochmal sagen. Ja. Und was ich tatsächlich relativ selten mache, ist, was ich aber heute mache, ist, ich kaufe mir noch meine Bank. Einfach nur, wenn ich es kann. Weil, ich meine, mein Gegner sendet gerade nichts, also mein Gegner scheint nicht so gefährlich zu sein. Und hier unten läuft es relativ gut gerade. Also kann ich mir auch noch eine Bank kaufen. Dann habe ich deutlich mehr Geld noch. Das ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Und die Bank rentiert sich halt wirklich schnell. Hingegen. Der kann die bis hier übersetzen. Nein. Ach komm. Dann muss ich halt nochmal einen hier hinsetzen. So. So, dann sammle ich das Geld aus den Banken kurz ein. Und dann werde ich noch hier in der Mitte irgendwo einen reinsetzen. Der bekommt natürlich auch das Upgrade, aber auch mehr Reichweite. Da er seine Falle dann an irgendwo hin platzieren sollte, ist mir egal. Wohin er seine Falle platziert. Platziert ist auch gut. Platziert. So. Dann. Okay, dann
überlege ich gerade, was ich machen soll. Ich werde hier noch reinschauen. Ich stelle den so hin. Und dann werde ich die hier mal so upgraden. Und dann werde ich noch einen weiter hier oben platzieren. Und der wird ein Kanonenschiff. Beziehungsweise ein Piratenschiff. Und dann werde ich mal das Geld kurz einsammeln. Und dann. Ja, dann. Dann könnte ich eigentlich noch einen von denen hier aufstellen und das machen und einen weiteren von diesen direkt daneben stellen und auf das andere Upgrade gehen. So. Die einzige Sache, die ich gerade nicht weiß, ist, wenn ich das hier aktiviere, werden dann bloß die Folgen dann, also die Mobile Class, also die Zeppelinie, die noch nicht gekommen sind, manipuliert, oder die Zeppelinie, die schon gekommen sind. Ich setze das mal jetzt ein und der wurde auch geslowt. Glaube ich. Ja, ist super. Ich glaube, hier kann ich keine von denen hinsetzen. Nee, das wollte nichts. Aber ich kann hier nochmal eins hinsetzen. So. Und dann kann ich auch nochmal eins von denen hier hinsetzen. So. Und was ich da noch machen kann, ist, ich kann hier oben noch eins hinsetzen und bei dem hier auf den Helikopterlandeplatz upgraden. Nicht Helikopterlandeplatz, ja. Launchpad, keine Ahnung. Wie heißt das? Wie heißt du? Aircraft Carrier? Ich glaube nicht, dass der wirklich so heißt. Wo launcht denn der die? Okay, gut. Der launcht die da aus dem Bild raus. Das ist ja voll scheiße. Warum das denn? Aber gut, solange sie reinkommen und dann Schaden machen. So, dann habe ich zwei Bias. Dann werde ich nochmal einen von diesen hier platzieren. Und einen weiteren von diesen hier. So, und dann jetzt habe ich gewonnen. Mein Gegner hat all sein Geld gespart, um mir so einen grünen zu schicken und hat nicht aufgepasst, dass er verkehrt. Ja, das ist auch gut. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao Leute.